ist Extra 3, die einzige Satire-Sendung mit Christian Ehrig. Willkommen zu Extra 3. Guten Abend. Es ist Mittwochabend. Es ist Extra 3 Zeit. Hier ist der Irrsinn der Woche. Vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, es ist ja so, wir retten Griechenland, wir retten die Banken, aber ich frage mich, verlieren wir beim Blick auf das Große und Ganze nicht zuweilen auch das Kleine aus den Augen? Hä? Wolfsburg zum Beispiel. Die Stadt, die von der Deutschen Bahn neuerdings so konsequent gemieden wird. Unsere Autorin Therese Ulrich hat sich der Sache mal angenommen. Das ist der Hauptbahnhof von Wolfsburg. Hier passierte am 21. Juni ein kleines Missgeschick. Der ICE nach Berlin ist einfach durchgefahren. Statt in Wolfsburg hielt der Zug erst in Berlin. Die Erklärung der Bahn? Am 21. Juni ist der planmäßige Halt in Wolfsburg durch eine Verkettung unglücklicher Umstände ausgefallen, bei der dem Lokführer versehentlich eine Fahrplanvariante ohne Halt in Wolfsburg übermittelt wurde. 4 Wochen später passierte das kleine Missgeschick dann noch einmal. Ich will nach Wolfsburg zum deutsch-russischen Dialog oder zum Petersburger Dialog, sitze da auf dem Podium, aber jetzt sitze ich hier in der Bahn. Tja, und die hält erst in Stendal. Pech gehabt. Aber erstens kann der Petersburger Dialog ja schon mal ohne die Fahrgäste aus dem Zug anfangen. Und zweitens habe ich von einem kleinen Missgeschick gelesen, dass wieder mal ein Zug in Wolfsburg nicht gehalten hat. Aber seien Sie froh, dass Sie nicht bis Berlin fahren mussten, sondern nur bis Stendal. Richtig. Und außerdem war es diesmal ja auch ein anderer Fehler. Am 18. Juli lag hierin der Fehler, da sich der Lokführer am falschen Fahrplan ohne Halt in Wolfsburg orientierte. Kann ja mal passieren. Das ist eine Riesensauerei, dass die Bahn dieses Problem nicht in den Griff bekommt. Sie nennt sich eine der modernsten Verkehrsgesellschaften der Welt und weiß nicht, wo man zu halten hat. Ich halte das für unmöglich und nicht akzeptabel. Na, na, na. Also das ist nun wirklich übertrieben. Im gesamten September gab es mit den ICEs in Wolfsburg kein einziges Problem. Nur am 1. Oktober, da gab es dann zum dritten Mal dieses kleine Missgeschick. Die Erklärung diesmal? Am 1. Oktober war der elektronische Fahrplan fehlerhaft und hatte dem Lokführer keinen Halt in Wolfsburg angezeigt. Aha, wer also in Wolfsburg aussteigen will, sollte vorsichtshalber die Notbremse im Auge behalten. Wie sieht's denn aus bei Ihnen und bei Ihnen? Ist Ihr Computer fit für den neuen Staatstrojaner? Also für die, die da vielleicht noch kommen. Ja, es ist ja eine neue Generation jetzt von Staatstrojanern unterwegs. Die neue Schnüffelsoftware. Und ich habe das Gefühl, fürs nächste Mal werde ich meinen jetzt mal ein bisschen aufrüsten, meinen Computer. Also damit die auch mal was finden. Ein paar Bombenbauanleitungen, Kontakte zu kriminellen Vereinigungen, zur Hisbollah oder zu Investmentbankern. Irgendwas in der Art. Nein, ich finde wirklich, die Behörden haben so viel Häme einstecken müssen. Da brauchen die auch mal ein Erfolgserlebnis. Oder? Wenn Gäste kommen, bietet man denen ja auch mal was zu trinken an. Es wurde ja erst abgestritten, dass es sich überhaupt um einen staatlichen Trojaner handelt. Aber dann kam raus, das Ding ist dermaßen schlampig programmiert, muss vom Staat kommen. Genauer gesagt aus Bayern. Also ja, relativ harmlos aus Bayern. Und schlecht programmiert. Mit anderen Worten, der Edmund Stoiber unter den Computerviren. Aber nein, jetzt mal ernsthaft. Das Ausspionieren der Bürger erreicht jetzt noch eine neue Dimension. Ich muss sagen, dass offizielle Stellen rumschnüffeln und einem ein dubioses Programm andrehen wollen, das kenne ich bislang so nur von der GEZ. Und ich finde es typisch, dass jetzt wieder die Bedenkenträger kommen. Ja, kaum gibt es mal eine technische Innovation, da gibt es wieder Bedenken. Oh, der Datenschutz. Ja Mann, es heißt doch immer, der Staat hat den Kontakt zum Volk verloren. Und jetzt wollen die uns mal kennenlernen und dann ist es auch wieder falsch. Ja, ich finde, wenn das eines Tages richtig funktioniert, hat so ein Staatstrojaner eine Menge Vorteile. Stellen Sie sich vor, wenn Ihnen die Festplatte abstürzt. Ja, gar kein Problem. Sie rufen die Merkel an, die hat auf jeden Fall eine Kopie. Ja, super.
Solange das jetzt mit der Technik noch ein bisschen schwierig ist, kann man vielleicht noch mal über analoge Trojaner nachdenken. Ich meine jetzt kein Holzpferd, das war ja der Ur-Trojaner, hat sehr gut funktioniert damals. Ne? Und nein, ich meine Rentner. Mit analogen Trojanern meine ich Rentner. Gibt es ja wirklich diese klassischen Rentner, hier hängen mit Kissen am Fenster und gucken sich alles an. Die wissen Bescheid über die gesamte Nachbarschaft, die ganze Straße kennen die in- und auswendig. Diese Leute könnte man einsetzen. Ja? Die könnte man anzapfen, mit einbinden. Und es heißt ja, ältere Menschen sollen länger arbeiten. Das wird immer wieder gefordert. Ja, diese gesetzliche Rente, das geht nicht mehr. Alte Menschen an die Arbeit. Hier ist die Sendung mit dem Klaus. Ach und Krachgeschichten. Heute Rente mit 67. Rente mit 76 oder so. Rentner zu sein war bislang immer voll klasse. Konnte man endlich mit Extrem-Yoga anfangen? Ein neues Instrument lernen? Und um die Wette schunkeln, bis die Heide wackelt. Und das Allerschönste, konnten Rentner wie Opa Koslowski dem Staat immer schön auf der Tasche liegen. Oh, unglaublich. Aber nanu, ist das schöne Finanzpolster auf einmal weg. Voll ungemütlich. Gibt nämlich bald keine jungen Leute mehr, die was in die Rentenkasse einzahlen. Und schuld daran ist der demografische Wandel. Der hat die jungen Leute nämlich alle vertrieben. Gut, haben sich die Politiker gedacht, wenn es keine jungen Leute mehr gibt, setzen wir das gesetzliche Rentenalter eben ein paar Jahre rauf. Geht Herr Koslowski eben nicht mit 65 in den verdienten Ruhestand? Sondern ein bisschen später. Schnell noch was Flottes übergezogen. Und ruckzuck wieder zur Arbeit. Und wenn der Opa Koslowski endlich 71 ist, dann setzen die Politiker das Rentenalter gleich nochmal rauf. Nee, noch ein bisschen höher. Muss man arbeiten, bis der Arzt kommt. Und wenn der Arzt dann irgendwann kommt, ist der Kurt Koslowski gar nicht zu Hause. Hat er wieder einen neuen Job. Mist. Opa Koslowski arbeitet nämlich jetzt als Krankenpfleger und pflegt seinen 76-jährigen Sohn. Na, dann ist die Rente ja gesichert. Toll. Und nächste Woche, Rentner rächen sich bei Politikern für verkorkste Rentenpolitik. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Klaus. Unser Klaus von Oliver Durke, Stefan Mühlenhoff und Tobias Döll. Meine Damen und Herren, die Barschel-Affäre ist ja eines der wirklich mysteriösen Kapitel in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Todesfall eines Politikers, der nie vollständig aufgeklärt wurde. Also der Todesfall, nicht der Politiker. Und nun muss man erfahren, dass bei der Staatsanwaltschaft Lübeck ein wichtiges Beweisstück verschwunden ist. Ein Haar als Beweisstück. Und da sagen Sie, das geht doch nicht, dass ein Beweisstück einfach verschwindet. Dazu sagt die Staatsanwaltschaft Lübeck Folgendes. Doch, das geht. Das ist die Staatsanwaltschaft Lübeck. Hier lagern seit Jahren die Beweisstücke im Fall Barschel. Oberster Hüter über die Asservate ist Oberstaatsanwalt Günther Möller. Er weiß genau, wie mit Beweismitteln umzugehen ist. Das steht nämlich alles hier drin in der Hausverfügung. Und da heißt es, dass Sie erstmal in die Wachtmeisterei kommen und dann zu einem Asservatenverwalter, dass der die auflistet, das Aktenzeichen vermerkt. Und dass er die nur rausgibt sozusagen gegen Quittung. Das heißt, er hat das zu dokumentieren, dass er sie rausgegeben hat, wo sie hingegangen sind und so weiter. Und ist das alles so gelaufen? Nein. Nein, und da nimmt der Möller auch kein Blatt vor den Mund. Hier ist nämlich aus einer Tüte ein Haar verschwunden. Ein Haar aus Barschels Hotelzimmer, ein Beweisstück sozusagen. Aber Möller wäre nicht Möller, wenn er nicht sofort eine geniale Theorie dazu hätte. Möglicherweise hat jemand die Tüte
geöffnet, um sich das Haar noch einmal anzusehen. In dem Moment, so ein Szenario kann man sich vorstellen, geht die Tür auf, es kommt jemand rein, ein Windzug ist da und ähnliches. Und dann ist das Haar auf einmal weg. Ja, so ein Szenario kann man sich vorstellen. Und was schlussfolgert der gewiefte Oberstaatsanwalt daraus? Ich gehe davon aus, dass das Haar sich bei der Staatsanwaltschaft befunden hat und jetzt nicht mehr da ist. Genau. Erst war das Haar da und nun ist es weg. Und was steht in der Hausverfügung dazu? Da steht nun als erstes drin, Gegenstände, die in amtliche Verwahrung gelangen sind, vor Verlust zu schützen. Entschuldigung. Manche Beweisstücke kommen ja auch wieder zurück. So wie das Buch hier von Sartre aus Barschels Hotelzimmer. Das hatte Möllers Vorgänger, Oberstaatsanwalt Wille, nämlich mit nach Hause genommen, als Andenken. Der Punkt ist jener. Ich war hier Behördenleiter. Die Staatsanwaltschaft ist eine monokratische, hierarchische Behörde. Und insofern verstehe ich die ganze Aufregung nicht. Eben. Als Chef einer monokratisch-hierarchischen Behörde darf man nun mal machen, was man will. So läuft das hier in der Staatsanwaltschaft Lübeck. Ein Film von Alicia Anker und Andreas Schmidt. So. Und jetzt mal was ganz Neues. Die Banken müssen gerettet werden. Ja? Kommt Ihnen auch bekannt vor. Ja, die Banken haben wir vor 3 Jahren schon mal gerettet. Und ich dachte eigentlich, die Banken hätten aus der letzten Krise ein bisschen was gelernt. Aber nein, denen geht's schon wieder schlecht. Man merkt es auch inzwischen als Kunde. Ich wollte letztens ganz normal bei meiner Bank am Schalter Geld abheben. Ich wurde angemeckert. Muss das sein? Wir haben selber nur noch so wenig. Ich bin rausgegangen an den Geldautomaten. Ich kam da gar nicht ran. Davor hockte der Filialleiter. Hast du mal einen Euro? Ja. Ich frage mich wirklich, wie geht es weiter? Wie viele Rettungsschirme brauchen wir denn noch? Und wo soll das Geld überhaupt herkommen? Da ist es ganz beruhigend, wenn man eine Reporterin in der Zukunft hat. Unsere Zukunftsreporterin Jasmin Al-Safi lebt im Jahr 2028. Und wir schalten da einfach mal hin. Hallo, Jasmin. Jasmin, ich sehe. Lass Sie mich raten, nichts sagen. Sie stehen in Brüssel vor der EU-Kommission. Quatsch. Ich bin im Disneyland Paris. Hier, gucken Sie mal. Das hier ist nur der Nachbau der EU-Kommission. Oh, was soll das jetzt heißen? Ja, ist doch klar. Die Europäische Union, die gibt's nicht mehr. Oh Gott. Heißt das Europa und die Banken alle pleite? Nein, den Banken, denen geht's super. Europa besteht quasi nur noch aus Banken. Man wohnt in Banken, die Kinder gehen nicht mehr zur Schule, sondern zur Bank. Gut, bei manchen reicht's nur für eine Sparkasse. Aber Hauptsache die Schulbank drücken, ne? Versteht Sie? Schulbank. Aber das ist doch schrecklich. Da kann man doch nicht lachen. Ich meine, Jasmin, an all dem ist jetzt Griechenland schuld oder was? Griechenland? Der Pleitestaat mit den kleinen Männern, die nach Knoblauch riechen? Nee, das war Italien. Ja, ich komme da immer durch den Tüdel. Verständlich. Achso, diesen Freitag will ja jetzt die Slowakei doch für den Rettungsschirm stimmen. Wie wird das? Machen die das auch? Ja, schon. Aber der Rettungsschirm fällt dann etwas kleiner aus. Oh. Naja. Ja. Bei uns im Jahr 2011 gehen ja inzwischen Menschen gegen die Bankenrettungen auf die Straße. Bringen die Proteste was oder bringt das gar nichts? Ja, war das nicht niedlich? Als würden sich Banken von Demonstranten beeindrucken lassen. Das ist ja wieder Kampf Kuchen gegen Kalmund. Da weiß man auch vorher, wer gewinnt. Ja. Ja, so ist es. Ja, und heutzutage geht wirklich keiner mehr auf die Straße. Das könnte aber auch daran liegen, dass alle Gehwege den Banken gehören und man jetzt Wegzoll zahlen muss. Aha, Wegzoll, dann sind Sie also pleite, Jasmin. Das erklärt so ein bisschen Ihr billiges Aussehen. Entschuldigung. Ja, und was ist das eigentlich für eine Frisur? Ist das der Schuldenschnitt oder was? Immerhin habe ich noch Haare, Ehring. Sie sehen in 17 Jahren nämlich so aus. Oh, verdammt. Danke in die Zukunft, Jasmin Al-Safi. Ja, diese Schuldenkrise führt dazu, dass die Nerven blank liegen.
Bei Pofalla hat man es gemerkt vor 2 Wochen. Da brach es alles aus ihm heraus. Da redet er von Fresse und Scheiße. Da war er nicht nett zum Bosbach. Und die anderen halten sich noch ein bisschen zurück. Meinen aber auch natürlich nie so genau das, was sie sagen. Und deshalb haben wir von Extra gedacht, wir übersetzen Ihnen das mal. Sätze von Politikern, wenn zum Beispiel der Schäuble das hier sagt. Schauen Sie, wir sind eine gute Regierung, wir arbeiten gut zusammen, Rösler und ich, Wirtschaftsminister und Finanzminister. Dann ist das eine unglaubliche schauspielerische Leistung, dass er dabei nicht rot wird. Aber er meint natürlich Folgendes. Süß, der kleine Rösler kann sich meinetwegen mal gehackt legen mit seinen Kindergartenvorschlägen, aber ich mach das schon. Regierungssprecher, ganz schwierig, da darf man nie Klartext reden. Steffen Seibert. Das, was eine Regierung sagt, ihre Kommunikation also, muss immer ein Teil der Lösung des Problems sein. Ja. Haben Sie verstanden? Nee, kann man nicht. Ich habe 10 Anläufe gebraucht, um den Satz zu verstehen. Er meint natürlich, warum bin ich bloß vom ZDF weggegangen? Warum? Dann hier noch einen von der Kanzlerin persönlich, bitte. So freue ich mich auf enge und intensive Gespräche heute Abend und sage noch einmal herzlich willkommen in einer spannenden Zeit. Ja. Merkel und Papandreou, die Übersetzung lautet natürlich. Aber sowas darf man im öffentlich-rechtlichen Fernsehen natürlich nicht sagen. Ich würde sagen, wir machen mal schnell weiter mit Abgehakt, die Woche aus der Sicht der Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Nachrichten. Hurra, Big Brother is watching you, mithilfe des Staatstrojaners. Warum ist das Spionageprogramm eigentlich verfassungswidrig? Die Bayern haben es doch eingesetzt, und zwar nach genauester Prüfung. Das Bayerische Landeskriminalamt verwendet nur Software, die den dortigen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Siehste? Und das Beste ist, dass die Daten über einen Server in den Vereinigten Staaten von Amerika geleitet werden und dort für jeden einzusehen sind. Ist doch super. Mehr Transparenz geht nun wirklich nicht. Die Piraten sind im Umfragehoch. Sie liegen bei 8%. Das ist ja fast eine Volkspartei. Dann haben die doch bestimmt auch eine Meinung zur Eurokrise. Wir können uns über den Euro-Rettungsschirm sehr gerne in einer privaten Runde unterhalten, in einem Einzelgespräch unterhalten, aber ich werde mich nicht öffentlich zum Euro-Rettungsschirm an dieser Stelle äußern. Danke. Unwichtiges Thema. Dann lieber Mindestlohn. Den fordert ihr ja. Und wie soll man den finanzieren? Die Finanzierung von zum Beispiel dem Mindestlohn, das sieht man ganz einfach, dass es ja auch woanders funktioniert. Also das Geld ist ja da, die Leute müssen eben dann entsprechend bezahlt werden. Die Finanzierung verschiebt sich da eben entsprechend. Verstehe. Ja, und wie steht ihr zum Afghanistan-Einsatz, der Steuerreform, Rentenpolitik? Muss eine Partei, die im Bundestag vertreten ist, Antworten auf alle möglichen Fragen liefern? Ich glaube nicht. War sonst noch was? Ach ja, Prinz Proll Frederik von Anhalt will jetzt Bürgermeister von Los Angeles werden. Und er weiß auch schon, worauf es ankommt. Man muss hier nur eine große Schnauze haben, den richtigen Spruch. Und man braucht ein paar Leute, die zuhören. Und schon ist man im Amt. Das geht hier ganz schnell. Na, das ist bei uns aber auch nicht anders. Abgehakt von Julian Amerschi. Sie haben es gehört, meine Damen und Herren. Julia Timoschenko, die ehemalige Ministerpräsidentin der Ukraine, ist in Kiew zu 7 Jahren Haft verurteilt worden. Unbequeme werden halt einfach weggesperrt in der Ukraine. Wir haben hier Bilder vom Urteilsspruch. Du bist schuldig, verurteilt zu 7 Jahren Knast im ukrainischen Gulag. Los, bringt sie weg. Und Europa ist sich einig, die Ukraine muss jetzt raus aus der EU. Ganz klar.
Wie praktisch, dass sie noch gar nicht beigetreten ist. Aber mit diesem Demokratieverständnis, wie es die Ukraine hier unter Beweis stellt, könnte sie natürlich ohne weiteres an zum Beispiel Russland andocken oder auch Nordkorea oder halt den Todesstern. Aber haben Sie die Ausstattung der Polizisten gesehen? In dem Ausschnitt, das war ja irre gerade. Alles vom Feinsten, Wahnsinn. Sowas kann die Bundespolizei leider nicht bekommen. Ein besonderer Tag für die Bundespolizei Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern. Heute dürfen die Beamten ausnahmsweise mal tanken. Die Bundespolizei muss nämlich sparen. Man muss das deutsch-polnische Grenzgebiet ja auch nicht unbedingt mit dem Auto kontrollieren, bei den Spritpreisen. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind frustriert, weil sie nicht mal die Arbeitsmittel haben. Das betrifft vor allen Dingen den Sprit. Für eine mobile Polizei ist es notwendig, dass wir Streifenfahrten durchführen können. Und wenn wir nicht genügend Benzin haben, um diese Streifenfahrten durchzuführen, dann müssen einfach die Autos in den Garagen bleiben. Deshalb finden die Kontrollen jetzt einfach in der Nähe der Dienststelle statt. Und nicht wie früher, mal hier, mal da. So überraschen die Bundespolizisten zwar keinen Schmuggler mehr, aber immerhin ist jetzt endlich Schluss mit diesem ständigen Herumgereise im Streifenwagen. Streifenfahrten sind ja kein Selbstzweck. Wir machen ja keine Reisen, sondern wir versuchen dort, Lebensqualität und Lebensstandard zu sichern. Und folgedessen versuchen wir dann zu improvisieren, versuchen dann Fußstreifen zu gehen. Richtig. Es heißt ja auch auf Streife gehen und nicht auf Streife fahren. Und wenn die Bundespolizei doch mal auf eine Verfolgungsjagd muss, dann kann sie sich ja immer noch auf die Spenden der Bevölkerung verlassen. Wir haben im Frühjahr schon Aktionen gehabt, dass also Bürger uns, wenn sie Streifenwagen gesehen haben, mit Spritkanistern entgegengekommen sind, die sie selber gekauft haben. Na also, der Bundesbürger spürt eben, wo der Gürtel der Bundespolizei am engsten sitzt. Von den Beamten selbst könnten allerdings auch mal eigene Ideen zum Sparen kommen. Die Kollegen in Düsseldorf gehen da mit leuchtendem Beispiel voran. Dort gehört die Straßenbahn jetzt zum Polizeifuhrpark. Also nach meinen Informationen sind die Kollegen dort mit dem öffentlichen Nahverkehr zu ihrer Fortbildung gefahren, haben dort die Mittel, die man für ein Schießtraining mitführt, bei sich gehabt. Das sind also Munitionskisten, die größere Anzahl an Waffen, die dort mitgenommen werden müssen. Das ist ein Ausdruck des Improvisationstalents von Polizeibeamten, die natürlich ihren Auftrag erfüllen wollen. Also, wenn der Sprit in Pasewalk mal wieder Mitte des Monats alle ist, können die Beamten hier an der deutsch-polnischen Grenze doch einfach auch den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Das war ein Film von Tobias Lickes und Robin Vogt. Die linksextreme Gruppe Heckler-Empfangskomitee. Meine Güte, mit was man sich beschäftigen muss hier. Ja? Heckler-Empfangskomitee, den Namen hat aber auch keine Werbeagentur erfunden. Also die linksextreme Gruppe Heckler-Empfangskomitee hat Brandsätze in Kabelschächten der Deutschen Bahn deponiert, um gegen den Afghanistan-Krieg zu protestieren. Ja? Danke, dass ihr das dazu gesagt habt. Ich hätte es sonst nicht verstanden. Ich habe heute mal mein Sofa aus dem Fenster geworfen, aus Protest gegen die Zahnersatz-Zusatzversicherung. Ja? Leute. Also. So. Und außerdem wollen diese Extremisten mit ihren Brandbomben beitragen zur Entschleunigung bei der Bahn. Entschleunigung bei der Bahn. Ich weiß nicht, was da in den Oberstübchen vorgeht. Ja? Nehmt ihr auch einen Heizofen mit in die Sauna oder was? Für Entschleunigung bei der Bahn reicht im Allgemeinen ein Wintereinbruch. Ja? Oder eben Streik. Gibt's ja auch einige schöne Streiks, gerade hier im Norden. Janina Kalle kennt die schönsten. Die schönsten Streiks im Norden. Platz 3. Der Lokführerstreik bei der Nordostseebahn. Februar und März 2011. Wegen des Streiks der Lokführer fällt bei der Nordostseebahn jeder zweite Zug zwischen Hamburg und Westerland aus. Die Lokführer fordern mehr Geld. Das ist ein qualifizierter Beruf, der hat auch anständig entlohnt zu werden. Die Verantwortlichen der Nordostseebahn spielen die beleidigte Leberwurst. Toll!
Bis jetzt ist man auf uns überhaupt nicht zugegangen. Insofern ist das nicht nachvollziehbar. Für die Fahrgäste bedeutet das kleine Kommunikationsproblem zwischen NOB und Lokführern viele schöne Stunden Wartezeit bei minus 12 Grad. Ich habe dafür kein Verständnis. Tut mir ehrlich leid. Platz 2 der schönsten Streiks im Norden. Wieder der Lokführerstreik bei der Nordostseebahn. Zwischen April und September fallen immer noch Züge der Nordostseebahn wegen Streiks aus. Die Lokführer fordern nämlich immer noch mehr Geld. Ich finde das sehr wichtig, dass man halt anständig bezahlt wird. Und weil wir haben ja auch, ich hab 500 Fahrgäste hinter mir sitzen, die sich mir anvertrauen. Und auch die Nordostseebahn bleibt sich immer noch treu und schiebt den Lokführern die Schuld in die Schuhe. Leider sind die Verhandlungen ja nun einseitig abgebrochen worden, sodass wir nicht mehr Gespräche führen. Und die Bahnfahrer genießen immer noch ihre Wartezeit. Ich darf jetzt immer, wenn der Zug nicht fährt, eine Stunde länger auf dem Bahnhof rumhängen. Es muss irgendwie eine andere Regelung und Lösung gefunden werden, als jede Woche neu zu streiken. Die Leute, die zur Arbeit müssen, die haben ja nur Ärger, ne? Ach was, Ärger, der kommt doch jetzt erst mit unserem Platz 1 der schönsten Streiks im Norden. Wieder der Lokführerstreik bei der Nordostseebahn. Denn jetzt im Oktober läuft der Streik immer noch. Das ist der ganz normale Alltag, den wir hier jetzt erleben. Und das seit 22. Februar. Und dass die Nerven da irgendwann blank liegen, das ist, glaube ich, für jeden zu verstehen. Absolut, denn in die wenigen Züge, die überhaupt fahren, passen leider nicht alle Fahrgäste rein. Aber für Kinder und für Ältere ist das eine Zumutung. Also wenn das ein Viehtransporter wäre, der würde gestoppt werden. Deshalb der Platz 1 der schönsten Streiks im Norden, der Lokführerstreik bei der Nordostseebahn. Ich freue mich jetzt. Ich habe so eine Vorfreude. Das Leben von Karl Theodor zu Guttenberg soll verfilmt werden. Ja? Haben Sie auch mitbekommen? Das wird so spannend. Der Film soll ja die gesamte Zeitspanne abbilden, in der Karl Theodor in der deutschen Politik von Bedeutung war. Titel 9,5 Wochen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich hätte sein Leben schon auf Leinwand gesehen. Gab es das nicht schon mal? Hier die Hochzeit mit Stefanie zum Beispiel. Das hat man doch gesehen, oder? Doch, ich kann mich erinnern. Genau, das habe ich gesehen damals im Fernsehen. Es war schön. Ich habe geweint vor Schmerzen. Wunderbar. Ne? Oder als er dann das Verteidigungsministerium übernommen hat. Das habe ich auch. Das war im Kino, da seine Rede auf der Gorch Fock. Ich bin der König der Welt! Ja, er war ein Liebling der Medien, ne? Unser Guttenberg. Wissen Sie noch, wie er den Kerner mitgenommen hat nach Afghanistan? Ne, wo man auch dachte, das haben die Afghanen jetzt wirklich nie mehr verdient. Also, dieses gebeutelte Land, da kommt Kerner zu Besuch. Was soll das denn? Allein dafür hätte der Guttenberg zurücktreten müssen. Da hat man sich schon gefragt, wo sind die Taliban, wenn man sie mal braucht? Ne, kommt der Kerner. Nein, er war oft in Afghanistan, unser Superminister. Und auch da gab es Filmszenen, beeindruckende Szenen. Hier. Toll, oder? Sat.1 will den Film übrigens zeigen. Ich könnte mir aber vorstellen, das wäre auch was fürs Kino. Richtig schönes, großes Popcorn-Kino. Und das Tolle ist ja, die Kopien könnte Guttenberg selber herstellen. Ja? So, vielen Dank, das war's von uns. Meine Damen und Herren, das war's mit Extra 3. Jetzt kommt Zapp, Ihr Medienmagazin. Extra 3 gibt's wieder am nächsten Mittwoch. Schalten Sie ein, ich kann Sie sehen. Ja, hätten Sie nicht gedacht, aber der Bundestrojaner fürs Fernsehen funktioniert erstaunlich gut. Zum Schluss eine neue Folge von Neulich im Bundestag von Jens Böttcher und Henry Sperling. Tschüss. Immer heute sind die Bewerbungen für den Vizekanzlerposten. Wir hören den Anwärter Rocky Gulb aus Wacken. Lass rocken, Atze. Ja, ich bin der Rocky, 38 Jahre alt und ich tue mich schon sehr für das Amt interessieren, wenn das gut bezahlt ist. Was hast du denn für Referenzen? Ich habe gerade ein Schulpraktikum in Immis gemacht, ne? Wieso Schule? Ich denke, du bist 38, hä? Ja klar, aber ich bin 14 Mal sitzen geblieben. Wieso wird eigentlich mein Vizekanzlerposten frei? Merkt aber auch gar nichts, das
philippinische Gummihuhn-Waffe. Und wo siehst du deine Stärken, Rocky? Ich kann gut mit Geld umgehen. Ich kriege ja Hartz IV, aber ich halte mich mit Ladendiebstählen über Wasser. Respekt muss man erst mal hinkriegen, so einen kompletten Laden zu klauen. Außerdem kann ich voll geil Heavy Metal singen. All I see is the horror, darkness imprisoning me. Ganz schön geile Nummer. Das war ja voll Porno, Rocky. Kannst gleich anfangen und erstmal den verreckten Kanonenwagen von meinem Freizeit-ICE zurück ins Sackbahnhof schubsen. Aber das wollte ich doch machen. Du kannst ja in der Zeit schon mal dein Navi Richtung Arbeitsamt programmieren. Abgemacht. Und alle anderen Orientierungslosen treffen sich in 5 Minuten zum Landesgrenzenhäkeln im Raucherpavillon.